thirst. Just one drink's enough for me, but I can't speak for the shadow beneath me. Hallo Chat! Einen wunderschönen guten Abend, Stucki, mein Name, ich wohne hier. Hallo, Hallöchen, hallo, ja, ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Mhm. Ich natürlich auch, was auch sonst. Erstmal das Ding hier wegmachen, so. Ja, eigentlich stand ja heute nicht auf dem Plan zu streamen, aber ich habe Lust auf Stream. Generell, ich von der Lust her jeden Tag, daran liegt es ja nicht, ne? Außer wenn es um dieses Spiel vielleicht geht. Da sind wir vielleicht ein bisschen. Bin ich ein bisschen micklig. Hallo, Herr Keks. Hallo, einen schönen guten Abend. Ich glaube, du willst es einfach nur hinter dich bringen. Ja. Deswegen schalten wir jetzt auch um. Das ist der Grund, warum ich jetzt spontan streame. Das Spiel ist erstens unfassbar gut. Das steht außer Frage. Aber zweitens, ich möchte es hinter mich bringen. Ich hatte die Nacht tatsächlich Albträume. Das klingt jetzt total bescheuert. Ich habe noch nie, oder was heißt noch nie? Es ist verdammt lange her, dass ich zuletzt von einem Horrorspiel Albträume hatte. Das ist tatsächlich 15 Jahre her. Das war 2007. Ich erinnere mich genauso daran, als ich als Kind Vampire The Masquerade Bloodlines das erste Mal gespielt habe. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, das Ocean House Hotel und die Kingsway Quest, die haben mich gebrochen. Die haben mich dermaßen gebrochen und da hatte ich auch Albträume. Seitdem nie wieder. Nie wieder hat mich ein Horrorfilm, Serie, irgendwas zu Albträumen bewegt. Aber das Spiel, ich hatte... Die Nacht war ganz schlimm. Aber ey, so ist das Leben, ne? Das ist durch. Oh, guck mal, jetzt hat sich hier Bodies embalmed auf 2. Das ist richtig. Wir haben noch eine dritte Leiche. Das ist die ältere Dame. Die kennen wir allerdings schon. Die hatten wir ganz am Anfang genommen. Ich habe so einen Schiss. Continue. Geht's jetzt los oder was? Habt ihr Bock? Ich so semi. Aber ey, es muss ja beendet werden, ne? Oh mein Gott. Ich möchte übrigens sagen, wie krass geil das Spiel ist. Das steht sowieso außer Frage, aber da gibt es ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Einmal habe ich auf Steam geguckt.
Oh ja, ich erinnere mich. Moment, nur so kurz, ne? Ich habe auf Steam geguckt. Die haben am 1. Oktober ein Patch reingehauen. Einmal gab es einen Bugfix, standardmäßigen Scheiß. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Da wurde unter anderem diese Halloween-Deko, die man hier, diese Sticker an der Wand und die Girlanden und das Poster an der Tür und alles, das wurde jetzt erst reingepatcht. Mega geiles Detail, ich liebe sowas für den ganzen Oktober. Und zusätzlich wurden 3 neue Bodies hinzugefügt, also Leichen, Skins nennen wir es mal. Was bedeutet, dass tatsächlich ein gewisser Pool an diesen Bodies existiert, der je nach... Jedes Mal, wenn du einen neuen Spielstand anfängst, der das durchrotiert und zufällig auswählt. Und wisst ihr, was reingepatcht wurde? Wisst ihr, was reingepatcht wurde im Oktober? Der fucking Clown. Der fucking Clown wurde reingepatcht. Und der ist, glaube ich, nicht mal zu 100% sicher, dass man den kriegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ich mit meinem Glück habe diesen Clown natürlich bekommen. Und ich habe Angst vor Clowns. Zum einen, das finde ich awesome vom Spiel, und zum anderen haben wir uns heute Morgen von einem anderen Menschen, der das Spiel durchgespielt hat, das VOD angeguckt. Ich dachte erst, ich lasse mich ziemlich krass spoilern. Das Video ging nicht mal eine halbe Stunde und dieser Mensch hat das ganze Spiel durchgespielt, es war halt sehr krass zusammengeschnitten, aber egal. Aber da muss ich sagen, dieser Mensch hat das Spiel durchgespielt in einem Rutsch. Und hatte nicht einen, oder doch einen Jumpscare war gleich, aber ansonsten alle anderen, ich sag jetzt mal, Dämonenaktivitäten und Momente waren ganz anders, als ich sie in meinem Playthrough hab. Und das ist sick! Ich meine, wir hatten gestern schon rausgefunden, dass er das durchrotiert und zufällig auswählt, weil ich ja auch nicht zweimal den gleichen hintereinander hatte. Aber das ist so krank. Und ich muss wirklich sagen, ich möchte dem Spiel danken. Denn das, was ich bis jetzt abbekommen habe, ist tausendmal angenehmer als das, was ich da gesehen hatte bei diesen Menschen. Gut, natürlich, dass das wie mit Katzen lieber zu dem gehen, der keine Katzen mag. Ja, Resume. So, wir haben eine letzte Leiche. Wir erinnern uns, wir sollen auf Aktivitäten des Körpers achten, also zuckende Beine, Arme, irgendwas, hatten wir noch gar nicht. Was jetzt nachschließen lässt, dass die letzte Leiche, also die Dame, die wir hier liegen haben, unser Dämon ist, den wir suchen. Potenziell, wenn ich Glück habe, ansonsten muss ich nochmal einen Clown rausholen, Digga. Gut, wir haben, ich brauche kurz mein Telefon, 3 Symbole gefunden. Genau. Das heißt, wir können nach Ausschlussverfahren schon mal uns das angucken und den Namen schon mal bilden. Das können wir machen, ne? Das können wir machen. Ich habe keine Q-Strips mehr. Ich nenne die einfach Q-Strips, weil die auf Q legen. Wieso ist das zu? Oh mein Gott. Okay, hier klopft es wieder an der Tür. Aber Clowns sind doch lustig, vor allem, wenn sie sich bewegen. Du hast sie doch nicht mehr alle. Nee. Herr Keks und Jan, ihr seid doch wahnsinnig. Oh, ich mach die Tür nicht auf. Ich bin doch nicht wahnsinnig. So, wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen, weil der Dämon höchstwahrscheinlich diese alte Dame ist. Das bedeutet... Es wird jetzt richtig schlimm, glaube ich. Oh, ich habe so Angst, ne? Wir müssen ins Nightshift rein. Mariella Abbott, genau. 86 war die Dame. Wir müssen ins Nightshift. Ich habe so einen Schiss, dass hier nochmal sowas passiert, ne? Wie gestern. Wir müssen uns den Namen angucken. Moment, ich muss kurz meine Bilder checken. Genau, wir hatten diese 3, dann dieses L mit den 2 Punkten und so ein... gegen den Uhrzeigersinn gedrehtes G. Jetzt weiß ich nicht. Genau. Das war... Nee, der war es nicht. Wir hatten einen einzigen Namen schon gesehen. Der passte drauf. Mit den beiden Symbolen, die wir hatten. Da gab es nur einen einzigen. Das heißt, das dritte muss ja safe dabei sein. Der ist es. Genau, dieses... ein Uhrzeiger drin, gegen Uhrzeigersinn gedrehtes G. Der L mit 2 Punkten. Das L mit den 2 Punkten und diese 3. Das heißt, uns fehlt rein theoretisch noch dieses verschnörkelte H
mit dem Apostroph. Telduk. Das sind die drei Symbole, die ich habe. Genau, das G, das da und die drei. Ich gucke noch mal ganz kurz, nicht, dass wir hier noch jemand anderen haben. Ich habe so einen Schiss, dass hier noch mal mich irgendwas anspringt. Das würde passen, der Rest passt nicht. Das würde passen, der Rest passt nicht. Das würde passen, der Rest passt nicht. Ich höre irgendwas. Die drei passt, der Rest nicht. Lass mich bitte nur gucken, ja? Das G passt, der Rest passt nicht. Die drei, das war. Oh, warte, das würde passen. Aber hier haben wir nicht das G. Den hatten wir gestern. Teschak, wir dachten, der ist es. Teschak, ha! Der ist es nämlich nicht. Oder, warte. Vertrauenserweckende Geräusche. Mhm. Den hatten wir gestern gedacht, aber ich habe das G hier nicht. Das heißt, der ist es nicht mal. Siehst du, ich hätte falsch gemacht. Schell. So, der ist hier, ne? Bei Nvidias. Oder? Ich habe irgendwie Angst, dass was auf dem Bildschirm rumkraucht gleich. Also mich anspringt. Nee, vorne, oder? Ich muss mir das abfotografieren. Genau, der ist es. Telduk. Ich mache mal ein Foto. Gott, ich habe jetzt hier voll diese dämonischen Sachen auf meinem Telefon. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir können den schon mal anfangen reinzuhämmern. Wir haben das umgedrehte G, das kommt hier hin. Wir haben das L mit den zwei Punkten, das kommt dahin. Dahin. Hier kommt die 3. Also, sieht halt aus wie eine 3, ihr wisst, was ich meine. Und hier kommt dieses H mit dem Apostroph. Die Frage ist, ob das so stimmt, weil... Die Tür ist offen. Oh mein Gott. Ob das so stimmt, weil... Ich glaube, hier bildet sich nämlich ein Symbol. Und eigentlich müsste das Symbol dieses H mit dem Apostroph sein. Das sieht mir aber noch nicht so danach aus. Nicht, dass wir nämlich einen anderen haben. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch jetzt ein schlechter... Ah! April-Scherz! Okay, wir haben Arbeit zu erledigen. Wir müssen uns die Dame genau angucken. Hat's jetzt aufgehört? Ja. Okay, schnell. Wir machen das einfach. Ich find's komisch, dass ich das nochmal machen muss. Weil wir hatten das ja schon gemacht. Oder? Hatten wir sie nicht? Wir hatten sie doch ganz am Anfang. Mit dem Herrn Doktor... Ich habe vergessen, wie er heißt. Wir haben auch übrigens noch keinen Körper, der dämonische Zeichen am Körper hatte. Also, wir haben ja im Nightshift-Programm gesehen. Ist vielleicht eine andere alte Dame, die hieß doch auch Mariella, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ne, wir hatten auf jeden Fall, was ist das da eigentlich? Ach, das ist von der Heizung... Alter, wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie eine schwarze Socke mit zwei Zehen oder so. Also, ich sehe schon Sachen. Nein, im Nightshift-System haben wir... Ich habe schon Angst, ne? Haben wir ja gesehen, dass der Körper, der der richtige dämonische ist, so Symbole auf den Körper hat. Nicht diese normalen Narben und Wunden, wie wir sie hier jetzt sehen, sondern... So Kreuze oder also halt wirklich christliche Symbole oder sowas. Ich habe so eine Angst. Haben wir alles 5 von 6? Scheiße, wir müssen nochmal ran. Warte, die Hand, ne? Die hatte ich noch nicht. Okay, irgendwas fehlt uns. Irgendwas fehlt. Ja. Yeah. Das haben wir. Scheiße. Oder? Ist das was? Nee, das Stück vom Haar. Oh Gott, wieso? War das jetzt absichtlich, dass die sich so langsam gedreht hat? Alter, mich macht das ja alles ultra nervös.
Das haben wir am Kopf. Dreh dich nochmal dahin. Man sieht das manchmal auch schwer, ne? Nee. Oh Gott. Ich möchte übrigens noch eine Sache abchecken. Da! Da! Ah, am Arm! Ich sehe es da. Da duftet's. There we go. Ach, hinter dem Rotate. Also das war jetzt schon ein bisschen schwer zu erkennen. Die Sache ist, ich würde mich ja ein bisschen besser fühlen, wenn ich wüsste, wann diese dämonischen Aktivitäten getriggert werden. Jedes Mal, wenn du was andrückst, alle 2 Minuten läuft da ein Timer ab. Ich würde mich sicher fühlen, wenn ich wüsste, wie das getriggert wird, ne? Ey, yo! Hallo, Scar! A beautiful, scary Sunday evening, Digga. Welcome. Eine Sache möchte ich noch testen. Wir haben... Warte. Das wollte ich gar nicht. Eine Sache, wir haben nämlich einen Schlüssel gefunden. Den da. Large old key. Not sure what this belongs to. Sie weiß nicht, zu was es gehört, aber... Ich erinnere mich, ich war einmal war ich kurz draußen und hier, irgendwo, ich glaube ein bisschen weiter auf der Höhe, ist eine Kellertür. Ich glaube, die war verschlossen. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich mir noch denken könnte... Dass der da reinpasst. Hab nie spitzere Möpse gesehen. Holy hell. Entschuldigung, die sind ja gefälligst mal gut eingepackt. Geht's noch? Ja, nee. Kennst du Tomb Raider 1 aus dem Jahr 96? Wenn nicht, google das mal. Google mal Lara Croft aus dem Jahr 1996. Dann weißt du, was spitz ist. Wollen wir mal zum Keller? Hast du keine Frage? Wollen wir mal zum Keller gehen? Ich könnte mir vorstellen, der Key gehört zum Keller. Komm hier, hat doch das Licht gerade so schön geflackert. Ich kann gar nicht hinsehen. Gruselige Musik. Ich glaube, hier draußen fühle ich mich tatsächlich... Ach, so nur der scheiß Kürbis. Wohler. Du Angsthase, willst du in den Keller? Ach, halt doch die Klappe. Stimmt, da hatte Lara Croft noch Pyramiden auf der Brust. Ja. Die Ägypter wurden nur durch sie inspiriert für die Bauwerke. Ha! Du bleibst da schön liegen, ne? That's bitte pass nicht. Ja. Schade. Schade. Verdammt. Oh, ich hätte mich ja so gefreut. Du bleibst liegen, ne? Ich hätte mich ja so gefreut, hätte der Schlüssel dahin gepasst. Ah, oh, das war anscheinend das Erste, was sie erkundet hat. Ihre eigene Möpse? Wahnsinn! Ich hatte schon vor den Ägyptern Pyramiden gesehen. Wir machen die wieder zu. So, ich hasse lange Gänge, by the way. Zu. Alles muss zugemacht werden. Du auch. Okay, 6 von 6. Jetzt werden wir das Ganze eintippen. Ich habe so einen Schiss, weil ich glaube, sicher zu sein, dass das der Dämon ist. Wir hatten bei keinem anderen Körper irgendwelche Aktivitäten. Letzte Entry. 86 Head hat sie natürlich Blemishes. Ist klar. Rechte Schulter hat sie zweimal Hämangioma. Das ist schwer. Das ist schon. Hätte man eigentlich was verschreiben müssen, ihr behandelnder Arzt, ne? Linkes Leg ein Rasch, naja, klar. Linker Arm eine Mole. Die Sicht wird schon wieder so komisch. Okay, war schnell. Rechter Arm nichts, rechtes Leg. Auch nochmal eine Mole. Oh. Irgendwas fehlt. Ah, sie zeigt sogar an was. Na, hab ich doch gemacht. Bitte, spring mich nicht an. Okay, ist beruhigt sich. Ja, der Embalming Report, the last one. Wir müssen jetzt raus in den Flur. Das Ding wegpacken. Okay, alles tutti hier, ja. Das Ding ist ja schon wieder an. Der letzte. Schön. Sehr schön. Mach das zu. Gut, jetzt geht's ans eingemachte Frau. Wie hieß sie nochmal? Ist egal.
Needles, Injector, okay. Ich habe ein bisschen Schiss auf das Clipboard, jedes Mal zu gucken, weil wir ja schon da einen Jumpscare diesbezüglich hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mal das Einzige ist, was sie da diesbezüglich eingebaut haben. Muss ich dir doch ehrlich mal so sagen, ne? Guck mal, die kleinen Sachen können wir ja alles immer schon mal einpacken. Die Eyecaps brauchen wir auch gleich. Das ist der zweite Schritt! Gut, dass Phoenix noch nicht da ist. Der würde jetzt schon wieder sagen, da im Hintergrund, ich habe da irgendwas gesehen. Oh, Phoenix hat mich gestern nervös gemacht. Jetzt geht das schon wieder los. Ich kann die Tür nicht schließen. Ich kann die Tür nicht schließen. Oh nee. Muss ich da jetzt hin? Ich weiß auch nicht, wie klug es ist, immer rückwärts zu gehen. Okay, es war nur das Licht. Liegt am Gewitter. Es liegt draußen, donnert. Da kann man durch Stromleitung ein bisschen durchdrehen, ja. Ich habe übrigens immer noch nicht. Lass das Licht aus, Strom ist teuer. Ich muss es aber nicht bezahlen. aber Scar, du musst mich doch verstehen, was für eine Angst ich habe. Da kann ich doch nicht das Licht auslassen. Okay, Mrs. I'm missing something. Was? Needle Injector. Ach, die Dinger hier zum. I already have one of those. Ach nee, den habe ich schon. Ja. Das ist zum Pumpen der Flüssigkeit später. Wie heißt das nochmal, was wir brauchen? Needle Injector und Setting Needles. Was haben wir denn? Needle Injector, die Needles brauchen wir noch. Wo sind die Setting Needles? Das ist ein Skalpell. Das habe ich schon. Das ist für später, das brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist zum Pumpen, das sind die Eye Caps. Scheiße. Ach da! My pockets are full. Oh, fuck. Okay, wir müssen was Kleines weghämmern. Wir droppen den mal. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Können wir vorstellen, für ein alternatives Ending? Es gibt ja 5 Endings, das müsst ihr euch mal vorstellen. Was für ein Spiel, das Wiederspielwert hat, Geist. Was? Was für ein Spiel wieder wert, das Leichen modifiziert hat. Was für ein Spiel wieder Spielwert, das Leichen. Was? Der Wiederspielwert dieses Spiels ist insane! So! Weil es 5 Endings gibt und die Jumpscares. Ach, das ist eklig. Unterschiedlich sind. Sag es mit Worten. Hab ich doch. Wenn ihr mich nicht versteht, ist das ja jetzt nicht mein Problem. Oh, Mädel. Aber die hat noch gute Zähne. Schönere Zähne als der Clown. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Hör bitte auf. Hör bitte auf. Ich habe echt Schiss, die Heizung lang anzulassen. Kein Bock auf eine fette Nebenkostenanrechnung. Ja. Hör bitte auf. Erlöse uns von dem Bösen. Gott, ich befehle es dir. Wieso ist das Licht jetzt aus? Hey Scar, ich schreie ja wohl nicht wie ein Baby. Oh Gott, ich...
Wo waren wir stehen geblieben? Habe ich schon erwähnt, dass ich das Baby Rachel Mode liebe? Scar liebt Babys. Also nicht so, wie du denkst. Also wie ich denke. Also. Eyecaps. Die Sicht ist so komisch verschwommen. Ich habe Angst. Jetzt ist der Flur dunkel. Da ist der Lichtschalter. Wir machen den schnell an. Und schütze. Oh Gott. Oh, ich bin mega angespannt, ey. Ich kann nicht ordentlich sitzen. Ich möchte übrigens sagen, dass der Stream nur kurz wird. Ich will das Spiel einfach nur beenden. Und dann nie wieder spielen. ja, dazu sage ich jetzt mal nicht sehr. Du weißt ja, wie ich es meine. Ich habe immer Angst, ich verkrieche mich hier immer gern hinter der Theke. Das wird mich zwar auch nicht retten, immer schön die Leiche im Blick behalten. Ach ja, Embalming. Ich will eigentlich nicht auf das Brett gucken, aber irgendwie muss der ja trotzdem, ne? Das. Das. Zack. Das. Wir müssen noch einmal in diesen hässlichen Wandschrank. Ich breche, ich sag's euch, ne? Wir müssen übrigens mal gucken, weil ich glaube, dass sich hier im Menü hier das letzte Symbol offenbart. Und wir haben ja... Das ist nicht das, was... Obwohl, das ändert sich auch, ne? So ein bisschen. Obwohl, nee, am Anfang war wie so ein C. Das war schon der halbe Kreis. Wir haben ja bei den Dämonen dieses H mit dem Apostroph, wie ich so schön sage. Und das ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob wir dem glauben können. Oder habe ich einfach laut Ausschlussverfahren? Oder ich habe die falschen Symbole. Es gibt noch einen, der so ähnlich, so ähnliche Symbolik hat. Und ich habe ihn übersehen. Oh mein Gott! Lecke ich gerade auch so doll bei euch? Also lecken im Sinne von, es ist starr, das Bild, sondern nicht im Sinne von, dass ich meine Zunge hier raushängen lasse. OBS leckt nämlich schon wieder bei mir. Übertragung sollte gut sein, sollte grün sein. FPS gehen ein bisschen runter gerade. Ist bei euch die Übertragung flüssig? Ich möchte jetzt nicht hier... minimal laggy. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Wir haben Glasfaserleitungen, also 500.000er. Daran sollte es nicht liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass Windows schon wieder irgendwas updatet im Hintergrund. Aber dank... seit Windows 10 kann man ja die Updates nicht mehr abbrechen, ne? Das ist natürlich richtig toll. Ich glaube, wir haben den dämonischen Körper, by the way, gefunden. Wenn ich mir das hier angucke... Ich gehe doch jetzt nicht in die Dunkelheit. Die sind doch bescheuert. Die sind doch bescheuert. Danke für den Clip im Übrigen. Ich hoffe, ich lagge nicht so sehr, weil bei mir ist es gerade extrem in der OBS-Vorschau. Wenn es so ist, bitte Bescheid sagen, ne? Dann CPU-Auslastung ist aber nicht mal so hoch. Übertragung ist immer noch grün. Ich gehe doch da jetzt nicht hin. Warum sollte ich da hingehen? Okay, ich gehe da hin. Geist, seid ihr noch bei mir? Seid ihr noch bei mir? Chat, seid ihr noch da? Chat? Dir geht's gut? Oh, ey. Ich muss mich umdrehen. God has left you. Das glaube ich noch nicht. Obwohl, doch. Ich bin aber nicht gläubig. Das
Ich muss Schluck trinken. Mir ist schlecht. Warum bin ich eigentlich draußen? Ach, das ist nur ein Baum. Okay. Darf ich jetzt bitte die Leiche zu Ende obduzieren? Chat, ich hoffe, ihr seid noch da. Ihr dürft mich nicht verlassen, ne? Ich brauche euch. Ihr dürft mir nicht vor Angst wegsterben. Ich hab schon zu tun, nicht zu sterben. Das war Weißi, das Waisenkind. Aber Skull, das sah mir nicht wie ein Kind aus. Methanol. Ich bin ein bisschen gestresst. Ein bisschen sehr. Ich bin so angespannt. Das ist der Hammer. Das. Wie ich immer von der Leiche weggehen will. Man ist so angespannt in diesem Spiel. Das ist der Scheiß! Wir müssen übrigens da mal nach diesem Symbol gucken. Das wird ja nicht so schwer sein, Kreis und so ein Geschnörkel zu finden. Weil ich habe, meine ich, keinen Dämon gesehen, der dieses Symbol hatte. Passend zu den anderen dreien, die wir schon gefunden haben, sagen wir es so. Okay, wir removen das. Alles wieder zugemacht, alles wieder hübsch, meine junge Frau. Oh Gott. Findet ihr nicht auch, dass ältere Herrschaften in Horrorfilmen was richtig Gruseliges haben? Kinder und ältere Herrschaften. Oh, kennt jemand den Film The Wizard? Der ist ab 12. Ich fand den schon echt eklig mit der Oma da. Oh, warum lässt du das rote Betesaft an der Leiche runterlaufen? Weil rote Betesaft gut für die Haut ist. Wenn du darin badest, aber das wissen die wenigsten, verrat's nicht jedem, verjüngert sich deine Haut. Das ist wie Kleopatra, die Milch gebadet hat. Aber die wusste nicht, dass der rote Betesaft der heiße Scheiß ist. Verstehst du? So. Jetzt wird's eklig. Empty Reservoir Bag, Troker, genau, dann reinpumpen und dann müssen wir den Cleaner in den Bathroom Closet. Und ich hasse. I see, danke. Bitte. Bitte gerne. Für Ratschläge, du. Du kannst mich alles fragen, ob dir das weiterhilft. Weiß ich nicht. Aber du, ich versuche mein Bestes, wa? Geh weg. Was auch immer hier ist, hau ab. Ich habe kein Interesse. Wir machen einfach weiter. Wir sind eine knallharte Frau. Wir machen in unserem Job einfach weiter. I'm missing something. Ach fuck, wir brauchen die, genau. Wo ist denn der Schlüssel eigentlich, den ich da... Den würde ich nämlich gerne mitnehmen. Im Fall der Fälle, das ist ein Secret Ending oder so, dann würde ich das gerne haben. Vielleicht in der letzten Sekunde die Demo den Schlüssel ins Auge rammen. Sterb hier! Ist mit Weihwasser getränkt. Oh mein Gott. Okay. Pumpen sie voll. Wir haben aber noch kein Demonic Sign an der Leiche entdeckt, ne? Also so ein Kreuz. Gut, ich weiß nicht, ob die das haben müssen. Ich würde es mir ja wünschen, dass sie das jetzt noch kriegt, weil dann bin ich mir sicher, dass sie es ist. Ansonsten bin ich kurz davor zu sagen, Scheiße, die war bis jetzt am gruseligsten. Ich verbrenne die einfach, du.
Gibt ja eh 5 Endings. Das ist wahrscheinlich ein Ending davon, die falsche Leiche zu verbrennen. Da könntest du doch wetten, oder? So, jetzt wird's eklig. Ich will da nicht nochmal hin. Okay. Ein Schluck Mut, ja. Ein letztes Mal, Guys. Ist nur der Blitz. Ey, der Donner. Einfach den Clown verbrennen. Der hätte es eigentlich verdient, oder? Aber ey, der kann ja auch nichts für seinen Beruf. Du bleibst schön da liegen, ja? Wieso sind die Türen eigentlich mal dazu? Ecken! Okay. Cleaner Base, wir haben's. Nur gucken, dass ich's hab. Tank Cleaner. Umdrehen. Alles gut, alles gut, alles gut. Die Tür ist zu. Die ist abgeschlossen. That's not it. That's not it. Wieso ist die Tür abgeschlossen? Muss ich jetzt... Ist das dein Ernst? Ich muss jetzt außen lang? Ich... That's not it. Ich muss raus? Oh, nee. LOL! Oh mein Gott, ich pack das nicht. Ich schaffe das nicht. Oh mein Gott! Ah! Ah! Also sieht aus wie ein Vampire. Was? Oh Gott. Oh, ich bin so angespannt! Get tubing by bed, get needle from bathroom, find lighter, get spoon from coffee table. Für Baggy und Kitchens Counter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Lol. Was? Get tubing by bed. Das ist dein Zimmer aus Vampire. Ja, ohne Scheiß. Wo sind eigentlich die Bilder von Jeanette? Alter, ich erschreck mich, weil du schreist, Mann. Ja. Scar, jetzt kannst du vielleicht ein bisschen nachempfinden, wie es mir hier geht. Ich bin extrem schreckhaft. Also ich bin wirklich... Ist ganz schlimm. Ist ganz schlimm. Get tubing by bed. Ja, wo ist denn das Bett? Was ist tubing, Alter? Also mein Englisch ist jetzt auch nicht so perfekt. Ja, was ist tubing? Was ist tubing? Find Leiter. Okay, das ist ein Feuerzeug. Ja, eine Nadel, also eine Nadel, also eine Spritze. Röhren. Ach, eine Röhre. Dann kann ich Visage empfehlen. Scar, tatsächlich steht das auf meiner Liste. Scar und Madison. Visage und Madison, das sind, glaube ich, zwei Spiele vom gleichen Entwickler, vom selben Entwicklerstudio. Hier sind keine Röhren. Ich will ja einfach nur raus und das Spiel beenden. Was ist das? Das ist so scheiße. Was ist das? Das habe ich zum Beispiel gar nicht in diesem Gameplay, weil ich meinte, gesehen. Okay, irgendeine Röhre, eine Spritze, ein Feuerzeug, ein Löffel und ein Full Baggy. Geilo, ja. Ich habe Visage, ich hatte mal eine Szene gesehen, die fand ich zum Brechen ekelhaft gruselig. Da hast du auch so einen Raum irgendwie, das spielt, glaube ich, auch nur in einer Wohnung, also so nicht mal größer wie in einem Mortuary Assistant, das Gebäude, also die Mortuary selber. Da hast du irgendwie auch so einen Raum, so groß wie hier und eine Tür und da ging es um die Ecke und um die Ecke guckte so ein Gesicht oder so. Das war so eklig. Oh, ich habe mir fast eingekackt. Ich habe mir richtig eingekackt dabei. Da ist die Nadel. Wieso darf ich die jetzt nicht nehmen? Ich habe so eine Angst. Get tubing by bed. Chat, könnt ihr mir helfen? Ich weiß.
weiß nicht, du. Wieso muss ich das denn jetzt machen? Also, das ist eine ernst gemeinte Frage, Alter. Doch, das Gebäude ist riesig. Der Architekt hat krass Langeweile. Okay. Das, also, ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen. Das wirkte so klein. Irgendeine Tür ging doch hier auf. Oder? Oh, ich will hier raus. Digga, nein, ich will das Spiel beenden. Da ist das Feuerzeug. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht ganz. Ich hab die Injector, also die Nadel gefunden, die Leiter. Aber sie nimmt es halt nicht, ne? Ich kann nicht, du. Erst das Tubing finden, denke ich mir auch. Aber was ist denn Tubing? Das da? Okay. Das sah aus wie ein Faden. Tubing, Needle. Oh Gott. Ich gehe rückwärts wieder raus. Das kannst du aber wissen, Alter. Leiter. Die Leiter zum Hochklettern. Nein, der Leiter. Schlauch, I guess. Danke. Ich dachte jetzt Tubing. Das Wort hatten wir aber auch schon in der Mortuary. Die Tubings, um die in die Aorta zu stecken. Um die Leiche auszupumpen, um mit der Flüssigkeit zu füllen. Get Spoon from Coffee Table. Da. Aha. Oh Gott, das ist für. Der ist gebogen, also für eine. Ne, ihr wisst schon, diese Art von Injektion. Find full baggy on kitchen's counter. Full baggy. Kitchen's Counter, Digga. Da. Ah! Oh Gott. Okay, die Kamera dreht sich, bleib ruhig. Oh Gott, müssen wir uns jetzt eine Injektion verpassen? Oh Gott, es ist Samara aus The Ring! Oh Gott. Ah! Ah! Ich möchte kurz revidieren, das, was ich bei den Menschen gesehen habe in diesem Playthrough. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt meinen doch angenehmer finden sollte. Also, es gab wieder mit seinem Babyface. Lässt du mich jetzt wieder rein? Oh, bitte nicht mehr, ne? Okay. Das ist das Symbol des Hauses, ne? Wenn etwas schnell auf einen zu rennt, das Schlimmste, Alter. Ja. Oder, also rennen geht noch, aber dieses verkrüppelte Kriechen wie in Der Exorzist, also generell in solchen Dämonenfilmen, weil die ja immer ihre Hände so knacken und verbiegen und die laufen ja nicht normal, ne? Die laufen ja immer so, das ist doch das Symbol des Hauses, ne? Wieso sagt er jetzt, ich bin too late? Du kannst mich, Night Shift. Da! Es ist Teldo. Ich verbrenne den jetzt. Ich verbrenne die Leiche jetzt. Telduk. Ich krieg dich jetzt. Ich krieg dich jetzt, du blödes Schwein. So. Das Haar mit dem Apostroph. Da rein. Take Mark. Ich glaube, du brauchst noch das letzte. Steht, glaube, im Schrank. Ach, die Gesichts... Feuchttücher, ne? Tank Cleaner, Moisturizer und Return Body.
Der Buddy wird niemals returned werden, denn er wird sofort verbrannt werden. Das kannst du aber wissen, Alter. Das kannst du wissen. Nee, das ist Ezekiel. Achso, ja, ja. Wir machen erstmal, warte, wir machen erstmal die Pets. I can't hold anything else. Komm schon. Aber mich wundert, dieser Schlüssel, ne? An old key, not sure what this belongs to. Ich hätte jetzt wirklich gedacht zum Keller, weil Keller alt und, ne? Was ist denn das Problem? Warum kann ich das denn nicht mehr halten? Ach, das ist ein Large Item, ne? Mix Cleaner, Apply Moisture. Ist das ein Large Item? Ja? I can't hold anything else. Das ist ein Large Item. Okay, ich muss was loswerden. Das können wir droppen. Ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber gut. Ich hab so ein Schiss, ey. Rubbel, rubbel, rubbel! La la la! La la la! Lob, lob, la 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 la. Oh Gott, wo ist mein Mark hin? Scheiße. Wo ist das hin? Ah! Wo ist das Ding hin? Oh mein Gott, schnell! Ich hab so einen Schuss. Wo ist das Ding hin? Ich hab das gerade. Ah! Ich verbrenne die jetzt schnell! Schnell! Ich verbrenne dich jetzt. Nein, wie geht das? Habe ich das jetzt gemacht? Ach ja, da auf der Brust. Ich verbrenne dich jetzt. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Das ist der letzte Akt der Gnade. Und dann gehe ich aus diesem Spiel raus und bin happy. Tschüss. Sayonara. Wer zuletzt lacht, Digga? Der lacht nämlich am besten. Wie geht das hier? So, jetzt warte, wahrscheinlich genau mit den Füßen, wie wir es auch immer in der Ablage machen. Verbrenne in dem Feuer der Hölle, du Wichser! Ha! Geh rein, da bitte. Beten wir zu Gott, dass es der richtige Körper war. Wir haben gar nicht drauf geachtet, ob die irgendwelche Kreuze oder so hat, nachher was da klauen. Hoffentlich war das richtig. Klingt gut. Ich glaube, das war richtig. Ist das gut? Ist das gut? Nein, 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 zurück! Hau ab! Ich glaube, das war richtig. Morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. Ja! I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Alter, nee, ich bin überhaupt nicht okay. Oh, I've just been waiting. Ich war einfach nur kündigen. So long. What? What are you? Oh no. Oh nein! The wrong body.
Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! Oh, scheiße! Watch your flesh, boy. And drink it as it melts from your pitiful frame. Worthless old shit! Ai! Errungenschaft, let me in. Das war das Ende 3 von 5. Das passiert, liebe Leute, wenn man einfach nur sich so sicher ist und das Spiel so schnell wie möglich beenden will, weil man so eine scheiß Angst hat. The fuck. Ich habe den falschen Buddy verbrannt. Der Dämon hat also Besitz von uns ergriffen. Ich war mir so sicher, dass sie es war. Ich hätte den Buddy zurück in die Schublade schieben müssen. Und wie es auch in den Notizen von dem Professor Raymond Dr. Digger stand, hätte ich mir die Buddies nochmal angucken müssen. Also nochmal den Clown und nochmal den Herrn mittleren Alters. Weil in den Notizen stand ja auch drin, dass sich die Körper verändern können, auch wenn man sie bereits untersucht hat. Das ärgert mich jetzt selber ein bisschen, muss ich sagen. Schön, hier, schwupp. Wartet, ich blende mich mal ganz kurz aus. Zack. Wir haben hier Shifts completed 1, Times possessed 1, also das Ende haben wir gerade gewählt, ne? Demons banished 0 haben wir ja nicht geschafft. 3 Körper haben wir besucht, 1 Körper haben wir verbrannt. Wir haben das Ende 3 von 5 freigeschaltet. Nochmal! Nee. Nee. Nee, also es war ja eh heute nicht angedacht zu streamen. Das ist ja wirklich spontan, weil ich das Spiel ja erstmal beenden wollte. Es ist ja auch schon 7, also ich muss morgen wieder ganz früh raus. Und das war halt wirklich nur spontan und wir sind genau bei einer Stunde gerade. deswegen würde ich jetzt auch tatsächlich aufhören. Es tut mir wirklich leid, aber es war spontan, wie gesagt. Das war ein fucking holy krass geiles Spiel. Ich habe selten oder noch nie in meinem ganzen Leben so ein gutes Spiel gespielt. Wirklich, das war eins der besten Horrorspiele, die ich je spielen durfte. Das Spiel hat einen hohen Wiederspielwert, weil eben die Jumpscares anders sind, die Buddies durchrotieren von ihrem Aussehen. Die Dämonen sind ja auch anders. Also es gibt ja da 12, 13 verschiedene. Es ist ein extrem geiles Spiel. Also wirklich extrem, extrem geil. Ich kann es jedem nur empfehlen. Trotzdem vielen Dank für den Stream. Vielleicht irgendwann nochmal. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das Spiel hat mir echt Angst gemacht. Vielleicht für 100 Euro? Nein, vielleicht irgendwann nochmal, aber jetzt nicht in naher Zukunft. Also das könnt ihr mir nicht antun, bitte. So, wir raiden mal eben schnell rüber zu Marco. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, für den kurzen, spontanen Stream. Ich erstelle jetzt noch den Streamplan, der wird dann gleich in ein paar Minuten auf Twitter erscheinen, beziehungsweise dann Ausrufezeichenplan in den Chat. Ab Dienstag geht's wieder weiter mit ein paar neuen Projekten. Wir sind ja jetzt mit allen, was wir auf der Liste hatten, durch. Lustigerweise, das war das letzte offene Projekt. Wir haben jetzt nichts mehr. Jetzt sind nur noch neue Sachen. Vielen lieben Dank, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend und dann sehen wir uns vielleicht die Tage mal wieder, ne? Bis dahin, tschüssi!